Freunde der Nacht, das ist Outdoor Cooking vom Feinsten. Mein lieber Herr Gesangverein, hey, was für eine Kulisse, ja, so könnte man das eigentlich immer machen. Pass auf, es gibt was ganz was Besonderes und zwar eine Paella New Style Tandoori. Der Spanier killt mich jetzt, aber das ist mir jetzt auch egal, das ist wirklich was Besonderes. Ja. Und zwar mache ich das Ganze im Dutch Oven und in meinem Grill, hier, lecker Videro, Rösle, da geht was. Schau mal her, ich habe das schön vorgeheizt und da ist dieser Dutch Oven drin, richtig schön heiß. Und da kommen jetzt alle Zutaten rein. Und zwar habe ich Zwiebel und reichlich Knoblauch geschält. Dann einen schönen Schluck gutes Olivenöl und Zwiebel und Knoblauch werden angebraten. Ja, das ist heiß. Lieber Kameramann, muss aufpassen. So, und da kommen rein Hähnchenbrustfilet. Garnelen. Und es wird schön angebraten, ja, in reichlich Olivenöl. Boah, heiß. Dann kommt ein Reis dazu, ja, das kennen wir ja alle. So, und das wird schön angebraten. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht anbrennt, ja, weil es ja Hölle heiß. Noch ein bisschen Öl dazu. Hey, das ist, das ist Kochen, oder? Das ist Grillen. So, und dann, wenn das alles schon leicht Farbe hat, dann kommt Schluck Kurkuma dazu und Achtung, jetzt müsst ihr schauen, zeige ich das mal, Tandoori-Paste. Ja, ist nicht spanisch, es ist indisch, aber saumäßig lecker. Die kommt dazu, Salz- und Pfeffergemisch à la Henze. So, und last but not least habe ich hier an meinem schönen Seitenkocher eine Brühe. Und die kommt jetzt dazu. Brühe. Hey! Lieber Kameramann, ja. Bernd, Produzent, bist du drauf? Mir brennt die Linse weg. Du. Geil. So, Schluck Weißwein. Wahnsinn. Boah, ist das geil. Ja, da tut sich was. Hier der Dutch Oven, das ist sowieso ein Wahnsinn. Ja. Und dieses Tolle an dem Dutch Oven ist, ja, dass man jetzt den Deckel drauf gibt. Die Temperatur etwas reduziert. Ja. Wir haben hier schöne Drehregler, die nachts auch beleuchtet sind. Deckel zu. Und jetzt wie bei der Original Paella, nicht pausenlos umrühren. Finger weg. Das Ganze muss schön reduzieren. Die Flüssigkeit muss weg sein. Also die Brühe, Gemüsebrühe, Rinderbrühe oder Veggiebrühe, ja, die muss weg sein. Und dann wird das Ganze so schön kompakt. Das dauert jetzt 18 Minuten. Okay? 18 Minuten, dann ist diese indische Paella à la Henze aus dem Allgäu. Fertig. Ich feiere das. Temperatur reduziert sich schon ein bisschen. Alles klar. Also ich bin in 18 Minuten wieder da. Bumm. Genau. Bumm. Ja. 18 Minuten sind vorbei. Roundabout. Ja, so lange braucht Reis, bis er ungefähr weich ist. So, ich habe, wie gesagt, die Temperatur ein bisschen zurückgestellt. Hier sieht man es ja ganz genau. Ja, 260 Grad in etwa. Das ist immer noch in Ordnung. Und da dieser brutal hochprofessionelle Dutch Oven, das ist wirklich was Besonderes. Ihr müsst mir das glauben. Ja, da ist so ein schöner Bobbel oben drauf. Da kann man den Deckel aufmachen. Und wenn der Deckel auf ist, schau mal, eigentlich ist das nichts anderes wie eine Paella. Nur mit der Tandoori-Paste ist es einfach ein bisschen anders und schmeckt einfach brutal gut. So, auf dem Seitenkocher habe ich ein bisschen Tomatensauce warm gemacht. Schön mit Olivenöl. Die kommt hier in die Mitte von dem Teller. Ja, das ist auch ein bisschen schön. Mit so ein paar Tupferchen. Und jetzt, Achtung, kommt die Paella. Ja, die Flüssigkeit ist verdampft. Ja, und ich habe da, ihr müsst mir das glauben, ich habe da nicht umgerührt. Ja, ich habe da nicht umgerührt. Das soll ja keine Mansche werden. Nur die muss kompakt bleiben, diese Paella. Auch wenn sie so ein bisschen indisch angehaucht ist. Obendrauf etwas Liebe, dann des Henzes. Gigantisches Olivenöl, ja, gehen wir hier drauf. So, das ist wichtig und vielleicht last but not least, dass das Glück auch wirklich perfekt wird. Der In Love, geschrotete Pfeffer oben drüber. Jetzt haben wir, würde ich mal sagen, ein super modernes Gericht, ja, ein modernes Gericht. Dutch Oven, ein geiler Grill, Outdoor kochen, nicht nur immer Schweinehalsticks, wobei die auch lecker sind, aber da ist man ganz weit vorn. Freunde, guten Appetit, schreibt was Ordentliches in die Kommentare, wir sehen uns. Hasta luego, muchachos. Ha ha ha!